Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. In der letzten Folge sind wir aus dem Schatten unseres Vaters hervorgetreten und haben ihm gezeigt, wer hier die dicksten Nüsse hat. Und wir haben erfahren, immer noch Jacked, aber Titus, der holt ganz schön auf. I knew du bist doch was Besonderes. Ja, natürlich, ich bin der krasseste von allen. So krass. So, bevor Yuna hier erstmal ordentlich rumzerrt und mir irgendwas vertellt, werde ich erstmal da hochgehen und schauen, ob Lulu mir dabei zugesehen hat. I'm sorry. Nee, hat sie nicht. Schade, finde ich doof. Aber viel wichtiger ist, was Yuna zu sagen hat. Denn nachdem wir diesen formidablen Schuss gelernt haben, geht es erstmal um die Wurst. That was the jacked shot. Das vorhin war doch der jacked Spezial. Oh. Woher kennst du den? Als ich klein war, zeigte mir Jack diesen Schuss. Der offizielle Name lautet doch Jack Spezialschuss Nummer 3. Stupid name. Das war ein idiotischer Name. Außerdem gibt's keine anderen Versionen. Jack ist geil. Bei Nummer 3 denken die Zuschauer, es gäbe andere. Mein Alter sagte, sie würden extra kommen, um die anderen zu sehen. Und sie kamen tatsächlich. Da war ich stinkesauer. Is he alive, you think? Lebt mein Alter noch? I don't know. Das weiß ich nicht. But aber Herr Jack war eine Gabe meines Vaters. So he's famous here too. Also auch hier berühmt? Yes. Ja. So if anything wäre er tot, würde ich sie sofort herumsprechen, glaube ich. So. What would you do, was tust du, wenn du ihn treffen solltest? Who knows? Ich dachte 10 Jahre lang, er sei tot. Was soll ich da? Also. Ich würde ihm eine reinhauen. Wegen ihm hatte meine Mutter und ich immer nur Stress. Und weil er berühmt war, stand ich immer. Das verstehst du doch, oder? Dein Vater ist auch berühmt. Jeder hier kennt ihn doch. Findest du das nicht unerträglich? Manchmal belastet mich der Name meines Vaters. Siehst du? Aber ich bin stolz auf ihn, denn er ist angesehen in Spira. Also sind unsere Väter einfach verschieden, basta. Armer Herr Jack. Und ich? Du tust mir noch mehr leid. Zeig uns den Schuss nochmal! Ja! Ach, ich mag Yuna einfach. I didn't think my old man would come to Luca. Meinte Luca? Kaum vorstellbar. He never did, like, er sträubte sich dagegen, Spiele anderer anzugucken. But I couldn't help aber irgendwas würde passieren, das ahnte ich. Und konnte deswegen nicht schlafen. And these feelings of mine are usually right. Sure, ich sagte, ich werde während dieses Turniers mein Bestes geben, um es mir einzureden. I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Ja, wie gesagt, die gute Yuna mag ich mit jedem Gespräch, das sie mit Titus führt, immer lieber. Einfach ein toller Charakter, das kann man nicht anders sagen. Feine Sache. Ich werde jetzt auch speichern. Wir haben jetzt noch knappe 10 Minuten, denke ich mal. So, alles klar, kurz vor Luca, wir werden es ja einfach mal weitermachen. Und wir betreten gleich die wundervolle Stadt Luca. Geil. Viel Spaß damit, ich mache ein bisschen lauter. The only tournament of the season. This event is sponsored by Yemen. This year we so, wir gratulieren Ex-Prime Miss Yomika zum 50. Jubiläum seiner Amtszeit oder irgendwas, stand da? Das Schiff mit den Mannschaften läuft an. Sehr geil.
Damit sind auch wir gemeint. Hier haben wir Pier 2. Aus Porta Kirika kommt das Team, die Kirika Beasts. Die Tradition Sir Hollands lebt in dieser Mannschaft. Ihre Heimat Porta Kirika wurde erst vor kurzem von Sin heimgesucht. Und um ihre Insel aufzumuntern, werden sie bestimmt alles geben. Wir können also einiges von ihnen erwarten. Und hier die nächste Mannschaft. Der Ansager ist ziemlich geistkrank. Oh, da kommt das legendäre Team, die Besagt Hisbollah. Wahrlich die Rekordverlierer. Das Team, das niemals gewinnt. Ja, wir werden sehen. Sie sind 23 Jahre in Folge der ersten Runde ausgeschieden. Das wird sich ändern. Und wie sie verlieren. Aber es soll Fans geben, die sie anfeuern. Ein. Ich hoffe nur, dass sich niemand von ihnen verletzt. Sehr schön. Das wünschen wir uns alle, nicht? Und nun zum nächsten Team. Als nächstes haben wir... Ja! Unsere Helden! Die Girl aus Luca! Sie sind kraftvoll, schnell, gewandt! Sie haben Teamgeist und Können! Dies alles vereint in einem Team. Sie sind wieder in Luca! Du parteiisches Dreckschwein. Ohne Zweifel das Team mit den besten Chancen auf den Pokal. Ich denke, sie werden auch diesmal das Turnier gewinnen. Das glaubt auch nur ihr. Da bin ich mir jedenfalls sicher. Hört euch den Jubel an. Es ist, als würde ganz Luca den Ruhm der Gören bejubeln. Die Schweinegören. Die Stadt kennt ihn. Den Namen des Teams, das hier siegen wird. Ja, die Besagt Hisbollah. Richtig, der Name lautet Besagt Hisbollah. Ja, Hisbollah mit Waka Waka. Naja, es ist jedes Mal dasselbe. Ignoriere es einfach. Und ich sage es jetzt schon, ich werde dieses Spiel gewinnen. Um jeden Preis werde ich dieses Spiel gewinnen. Ganz einfach nur deshalb, damit die Schweine Gern verlieren. Der Übermut wird euch schon vergehen, Gern. Ja, Titus dreht uns am Rad. Genießt diesen Augenblick. Der Spaß hört hier auf. Dieses Jahr sind wir es, die gewinnen. Die Beseit-Typen. Die Beseit-Typen werden gewinnen. Bist du übergeschnappt? Das muss man sich erschämen. Aber wir sind aufgefallen. Wir waren auf dem Zero-Dings-Monitor. Jetzt Primus Mika ist hier. Was schon? Schnell zum Pier 3? Was geht denn hier jetzt ab? Jetzt Primus Mika ist eingetroffen. Mika? Meister? Jetzt Primus Mika? Der jetzt Primus ist der das Volk Jevons-Dings bumst. Er ist extra auf St. Bavaria, um sein 50. Amtsjahr zu feiern. 50 Amtsjahre? Höchste Zeit, der Rente geht. Hey, pass bloß auf, was du sagst. Baka ist ein bisschen angefixt, weil Titus indirekt gerade seine wundervolle Kirche, die Jevon-Kirche, beleidigt hat. Interessiert wegen Scheißdreck, weil die Kirche auch einfach nur total lächerliche Blödsinn ist. Blödsinn! So, wir werden jetzt hier nochmal hochgehen in den schönen Khan. Können wir nicht. Ja, wir sind jetzt hier in Luca. Luca ist die bislang größte Stadt, beziehungsweise die bislang erste Stadt. Das andere waren ja nur kleine Kaffdörfer. Und wir werden einfach mal hier alles absuchen, uns umschauen. Und frohlockend dem Dings hier frönen. Ja, die Gören werden gewinnen. Was anderes ist nicht drin. Nein, nein. Vergiss die Kirika Beasts nicht. Was? Die Besides Hisbollah? Guter Witz. Ja, die sind offenbar nicht so beliebt hier. Unsere Chancen scheinen recht gering zu sein. Trotzdem werde ich gewinnen! Trotzdem! Yeah! Der Erzprimus hat 50 Jahre lang Spiro angeführt. Und das ist schön für ihn. Dann wird er ja wohl um die 1000 Jahre alt sein mittlerweile. Sir Mika ist im hohen Alter. Er zeigt sich nur selten dem Volk. Ja, das ist interessant. Ich bin froh, dass sie alle heil angekommen sind. Die CS Licky hatte ja nicht so viel Glück. Nee, die wurde von Sin attackiert, das wissen wir ja noch. Wenn ich Sir Mika zu sehen bekomme, kann ich zu Hause nochmal angehen. Hm? Kann sie machen? So viele hochrangige Gäste.
Mann, was für ein Turnier, sage ich. Ist ja noch gar nicht angefangen, Kollege. Oh, wird aber noch ziemlich geil werden, das kannst du mir glauben. So, das hier ist ein Typ, der sagt mir, dass irgendwie das Stadion gesperrt ist. Was sagt er mir? Der Zugang zum Stadion ist gesperrt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Ja, genau das sagt er mir. So, wir werden speichern. Speichern ist nämlich eine feine Sache. Wir werden übrigens auch hier direkt mal den Temple Killiker Kakta hier machen, überspeichern. Sind jetzt hier bei 22 Stunden. Das liegt vornehmlich daran, dass ich auch eine ganze Zeit irgendwie das Ding hab laufen lassen, während ich in der Wanne saß und köstliches Bier getrunken habe. Bier ist was Feines. So, wenn wir jetzt hier lang gehen, dann werden wir jetzt eine Sequenz sehen und die werden wir uns auch gleich angucken. Hier geht's nämlich um den guten alten Erzprimas, Mika. Can't see a thing. Ich sehe nichts. Okay, ein Trommelbau, wie cool. Und ein Vogelmann mit einer Harfe am Arm. Geil. Dann ist ein Trompetereofus. Und die haben alle Zwillingsbrüder, wie scheint. Sehr interessant. Und das ist er, der unglaubliche Soldat. Das hier ist Mika. Der sieht gar nicht so alt aus. That's a Guado, right? Schau, ein Guado. Who could it be? Wer ist das? Isn't that Maester Seymour? Prima Seymour? Okay. Sein Name ist also Seymour. Und alle beten, wie gehabt, außer Titus, denn er hat noch ein wenig Anstand und Intelligenz im Leib. Auch wenn man das irgendwie nicht erwartet hätte. Ja, das ist der alte Sack hier, das ist offenbar Mika. People of Spirit. Hab tausend Dank. Danke für den herzlichen Empfang. Rise, behebt euch, Prima Simon. Behebt eure Häupter.